Die ganze Kampagne ist eine Kosten-Nutzen-Analyse. Die Marine weiß, dass du ein Risiko darstellst und sie berechnet alle potenziellen Verluste mit ein. Maya wischt sich eine Schicht Schwarzpulver von ihrem Kinn. Rautai is here to do some good work, since the Huana can't seem to do it themselves. Maybe just try and stay out of our way. Rautai ist hier, um Arbeit zu erledigen. Die Huana offenbar nicht selbst erledigen können. Vielleicht versuchst du einfach, sich im Weg zu stehen. Ja, Tekeo ist damit nicht zufrieden, was sie sagt. Tekeo hebt den Finger als Zeichen, dass er etwas sagen möchte, lässt ihn jedoch wieder sinken. Ich suche nach Eotas. Ich will nichts mit dem ganzen Theater um die Handelsgesellschaften zu tun haben. Then I look forward to seeing how long it takes before you find yourself in someone's back pocket. Dann freue ich mich schon darauf zu sehen, wie lange es dauert, bis dich jemand in die Tasche steckt. Oh, guess you ought to meet the bird. Ishii is smarter than he looks, but don't expect him to do any tricks. Schätze, du solltest den Vogel mal treffen. Ishii ist klüger, als er aussieht, aber warte nicht, dass er irgendwelche Kunststücke hinlegt. Sie legt in Richtung des bunten Raubvogels, der um deine Füße hopst. Ja, das ist der Kleine da. Ishii, komm. Ishii, komm. Maya tippt mit zwei Fingern auf ihren Arm und schnalzt wieder mit der Zunge. Ishii jagt einfach nur seine Klauen in die Erde und untersucht einige Hopser weiter, ein paar Käfer. Ishii sah Anguren, wie Maya mit der Zunge schnalzt, ein guter Vogel, großartig, noch ein vieles Verschiff dreckig macht, sagt der Fenrir unten Hund mit sich rumschleift. Gucken wir sie mal an. Du gibst sanfte wohl eine Laute von dir, woraufhin Ishii sich umdreht und dir seine volle Aufmerksamkeit widmet. I've seen him pick out eyes for less. Vorsicht, ich habe ihn schon für weniger Augen auspicken sehen. Before we get into deeper waters, I've got a question. Bevor wir in tiefere Gewässer vorstoßen, eine Frage. Maya räuspert sich in ihre Faust. You've got a ship and a title. Being captain means more than just wearing a big hat. A lot of tough calls to be made. Du hast ein Schiff und einen Titel. Ein Captain zu sein bedeutet mehr als nur einen großen Hut zu tragen. Viele schwere Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Ich treffe sie, sobald sie anfallen. Aber ja. Aber den großen Hut kann ich trotzdem tragen, oder? Ich habe mir dieses Leben nicht unbedingt ausgesorgt. Ich versuche, das Beste draus zu machen. Nehmen wir die zwei. Well, that's your right. Nun, natürlich, das ist ein gutes Recht. A crew can be like family. They can also be like a nest of squalling infants. Eine Besatzung kann wie eine Familie sein oder auch wie eine Horde quälender Kleinkinder. Let's say your galley cook was fixing to organize the rest of the crew into a mutiny. How would you handle it? Sag mir mal, deine Kombüsenköche würde den Rest der Besatzung zu einer Meuterei einstiften. Wie würdest du damit umgehen? Ich würde der Meuterei den Wind aus den Segeln nehmen und Kompromisse mit der Besatzung eingehen. Ich würde sie töten, ein Exempel statuieren. Wenn sie die Moral besser im Griff hätte als ich, würde ich ihr das Kommando überlassen, bis wir in deinem Hafen ankommen. Ich würde eine Lunte anzünden und mich über die Reling werfen. Ich würde einfach abwarten, sehen, was passiert. Ich will die vier nehmen. Never would have guessed that option was on the table, but there you have it. Aha, hätte nie gedacht, dass diese Möglichkeit in Frage kommen würde, aber da haben wir es. Of course, the only right answer is the one that works in a given time and place. I just wanted to hear yours. Natürlich ist die einzige richtige Antwort die, die zu den gegebenen Umständen am besten funktioniert. Ich wollte einfach nur deine Antwort hören. Eine ziemlich spezifische Frage. Hast du selbst schon mal einmal eine Meuterei abgewehrt und dachte, was ist deine? Ask me again when I'm wearing the big hat. That'll be a different Maya. Frag mich das noch einmal, wenn ich den großen Hut trage. Dann siehst du eine andere Maya. Seraphim grinst, ja. But enough about me. Glad to be aboard, Captain. Aber genug von mir. Freut mich, an Bord zu sein, Captain. Maya nimmt deinen Arm und schüttelt ihn kräftig. Aha. Ich habe einige Fragen. I've got some answers. Ich habe ein paar Antworten. Maya Nico gibt dir die Möglichkeit, frei zu sprechen. Hallo Ishii, wer ist ein braver Vogel? Der Vogel legt den Kopf schief. In seinen Augen steht eine Mischung aus freundlichem Wiedererkennen und mörderischer Berechnung. That says I'm hungry and you're wasting my time, face. Better step back, Captain. Oh, das ist das Gesicht, das er immer macht, wenn er hungrig und ungeduldig ist. Du trittst besser einen Schritt zurück, Captain. Du bist eins von Kadas Geschwistern, oder? Sure am. And I heard that you two spend some time together. Funny how the gods toss things together. Oh ja, und ich habe gehört, dass ihr beide einige Zeit miteinander verbracht habt. Schon seltsam, wie die Götter manche Dinge zusammenwerfen. Die Ähnlichkeit zu Kada ist mir schon im Loading Screen aufgefallen. Kana seemed to think that we could do more harm than good by interfering in Deadfire business.
Kadashi wohl zu denken, dass wir eher Schaden anrichten als Gutes tun, wenn wir uns in die Angelegenheit in dem Todesfeuer einmischen. Ranganui did not take that well. Neither did I. Dem Ranganui hat das gar nicht gefallen, mir auch nicht. You clearly had some sway on his opinions, more than I ever did. Wish you had told Kana to give up on the poetry. He's got no ear for it. Du hast ganz offensichtlich Einfluss auf seine Meinung, mehr als ich jemals hatte. Ich wünschte, dass Kana die nicht dabei ausgeredet, er hat einfach keinen Sinn dafür. Ja, ich habe Kana so gut ich konnte geholfen, den Sinn zu finden, den er suchte. Freut mich zu hören, dass er etwas bewirken kann. Sei nicht zu streng zu ihm. Hey, mir gefielen Kanas Lieder. Er ist nicht hier, oder? Ich habe keine Zeit für endloses Gelaber. Hey, mir gefielen seine Lieder. Wenn du eine Stimme wie ein Powderkeg belting out Rauhatayan Anthems, while you're running at a dragon, be my guest. Some of us find it distracting. Wenn du beim Ansturm auf einen Drachen eine Stimme wie aus einem Pulverfass hören willst, die rautanische Hymne herumflärt, dann bitte. Welche von uns lenkt das ab? I do with bullets what Kana did with words. Just in case you were wondering, the comparison ends there. Ich tue mit Kugeln, was Kana mit Worten getan hat. Nur falls du dich jetzt wunderst, der Vergleich endet an der Stelle. Maya neigt ihren Kopf und begutachtet dich, um sicher zu gehen, dass ihre Aussage bei dir angekommen ist. Wir haben du die Shisa euch kennengelernt. I won a shooting competition at the Ranganui's estate. This was a few years before enlisting with the Navy. Ich habe ein Wettschießen im Anwesen des Ranganui gewonnen. Das war einige Jahre bevor ich mich bei der Marine einschrieb. As a reward, he gave me the freedom of the Royal Aerie and said I could take my pick of the Warbirds. Als Belohnung hatte ich freie Auswahl unter den Kriegsvögeln im königlichen Horst. Maya kniet nieder und kraut Ishiza unter dem Schnabel. Stinkfeathers here kicked a rather pretty hawk off my arm so he could have me all to himself. Been inseparable ever since. Die kleine Stinkfeder hier hat einen ziemlich hübschen Falken von meinem Arm gekrallt, damit er mich ganz für sich allein haben konnte. Seitdem sind wir unzertrennlich. Ja, wenn sich ein kleiner bunter Papagei mit einem Falken anlegt, dann will das was heißen. Erzähl mir von deiner Familie. My parents came from the Deadfire. I'm getting a taste of my roots. Naja, meine Eltern kamen aus dem Todesfeuer. Ich kriege einen Einblick in beide Wurzeln. Maya atmet aus und blickt in die Pferde. After they emigrated to Rauhatai, their talents caught the Ranganui's eye. He saw them as this spectacle, this achievement of the old country, I guess. Nachdem sie nach Rauhatai einwanderten, zogen ihre Talente die Aufmerksamkeit des Ranganui auf sich. Er sah sie als eine Art Spektakel, eine Errungenschaft des alten Landes, schätze ich. So they were honored guests. Not many Huana rose to distinction in Takoa. We were also curiosities. Also waren sie Ehrengäste. Die Filoana konnten in Takoa hervorstechen. Wir waren außerdem Sonderlinge. Even as we broke the same bread and tossed back the same wine, the Ranganui's friends always checked under the table to see if I had a tail. Kana thought it was hilarious. Selbst als wir dasselbe Brot brachen und denselben Wein kippten, haben die Freunde des Ranganui ständig unter dem Tisch nachgesehen, ob ich tatsächlich einen Schweif habe. Kana fand das zum Geiern. Das hört sich unerträglich an, du nicht, oder? Inseln am Mauer unterscheiden sich nicht besonders von Küsten am Mauer. Sicher nur harmloser Spaß, du nicht, oder? No, I don't. Can't speak for all the tribes, though. Nein, ich nicht. Ich kann natürlich nicht für alle Stämme sprechen. Growing up in the Ranganui shadow wasn't all bad. We had tutors and advisors at our disposal and lots of folk from stranger parts than these. Es hatte nicht nur schlechte Seiten, im Schatten des Ranganui aufzuwachsen. Wir hatten Tutoren und Berater zur Verfügung und wir konnten eine Menge Leute aus entlegeneren Gegenden als diesen treffen. I spent my days learning to shoot, while my more academic siblings learn to express themselves. I leave you to judge who spent their time better. Ich habe meine Zeit damit verbracht, Schießen zu lernen, während meine eher akademischen ausgerichteten Geschwister sich aneigneten, sich auszudrücken. Ich überlasse es dir, darüber zu urteilen, wer seine Zeit besser investiert hat. Ja, lass uns vor dir verschwinden. Gut. Soll ich noch mit ihm reden? Als du dich die Kurve wendest, huscht ein Schatten durch dein Sichtfeld. Du spürst ein Ziehen von irgendwo tief in seiner Seele. Ein seichtes Wirbeln beugt die Luft zwischen euch beiden. Er wirkt wie ein Wald aus Äthertang. Nicht dem Gefühl hingeben. Tikios Seele ist kräftig und voller Energie, fast zu lebhaft, um ihre sterbliche Höhle zu bewohnen. Ein heller Energiefaden führt von ihm weg. Du folgst ihm instinktiv. Du stehst in einer großen Halle unter Wasser und in bedrückenden Schatten gehüllt. Säulen aus Korall und Knochen tragen eine Decke, die hunderte Tiefen entfernt sein muss. Kronleuchter mit
Biolumineszenten Kugeln hängen von Langseilen herab und schwanken langsam. Hinten im Saal sitzt Odra, so groß wie ein Wachturm eines Schlosses, und lehnt sich in ihren Thron nach vorne. Ihr Kopf hat die Gestalt eines Seeteufels angenommen und sie betrachtet dich mit ihren kugelförmigen Augen. Ihr schielförmiger Kiefer öffnet und schließt sich zu einem starren, offenen Schlund, der von zwiespältigen Emotionen spricht. Nach einem Leben ohne Reibung oder Herausforderung braucht der Junge nur eine führende Hand. Odras Stimme schlägt mit unerbittlicher Kraft auf deinen Verstand ein. Er hält sich für gebrechlich, aber mein Herz schlägt in seiner Brust. Er ist stärker, als ihr beide euch vorstellen könntet. Sie klatscht mit den Händen und die Vision zerbricht und überflutet die Halle mit einem Schwall an Wahrnehmung, als du wieder zu sehen kommst. Tekeo betrachtet dich mit einem warmen Lächeln und scheint nicht wahrgenommen zu haben, dass du kurz gedanklich woanders warst. Dann runzelt er besorgt die Stirn. What say? You look a little blue about the gills. Captain, was sagst du? Du siehst etwas mutlos aus. Ja, mir geht es gut. Ich hatte einige Fragen. Ondra hat mit mir Kontakt aufgenommen. Lass uns hier verschwinden. Ondra hat mit mir Kontakt aufgenommen. Engati spoke to you. Engati hat gesprochen zu dir? Skeptisch stützt Tekeo das Kind auf seine Hände und überlegt. To leave her son guessing. Oh, this is my tricksome mother through and through. Ha, sie lässt ihren Sohn rätseln, so kenne ich meine listenreiche Mutter. Dein Wohlbefinden scheint ihr am Herzen zu liegen. Ich nehme an, sie würde es nicht in Betracht ziehen, sich etwas zurückzuhalten. Sie könnte dich auch einfach nur dazu benutzen, letztendlich mich zu treffen. Nehmen wir dir eins. What mother doesn't? Für welche Mutter geht das denn nicht? You must be special indeed for Ngati to speak with words. For her people, she lays out cryptic stepping stones hidden in omens. Du musst wahrlich ein ganz besonderer Mensch sein, dass Engati mit Worten zu dir spricht. Jeder Gott spricht zu mir, das ist ja das Problem. Für Erfolg legt sie rätselhafte Trittsteine aus, die in Omen verborgen sind. Akira, but send her my fondest wishes. Akira, aber grüße sie ganz herzlich von mir. Ja. Lass uns von hier verschwinden erstmal, wenn ich jetzt ihn jetzt anklicke. Was sagst du, mein Freund? Tekeos Gesichtsausdruck verwandelt sich zu einem Grinsen. Ja. Gut, sein Zeug können wir uns auch ein anderes Mal anhören. Ich gehe jetzt wieder auf die World Map, dass wir endlich mal Hasongo erreichen. Wir sind jetzt gerade hier. Da ist Hasongo. Also gebe ich einfach mal den direkten Segelbefehl nach Hasongo. Vielleicht werden wir unterwegs wieder auf ein Piratenschiff stoßen, das wir abballern können. Würde mich freuen. Oh ja, zeig mir mal kurz meine... Also auf... Backboard hier. Backboardkanone, Steuerbordkanone. Haben sie das gepatcht, dass das jetzt richtig steht? Ich hoffe es mal doch. Gut, Hasongo. Aber bevor wir auf Hasongo landen, umschiffe ich einmal die Insel. Dass wir sie schon mal komplett aufgedeckt haben. Oh, ein verlassenes Dorf. Dein Ankerplatz. Da gibt es auf jeden Fall frisches Obst für uns. Mundkohle. Reis. Und sonst nichts. Ja, gut. Gucken wir mal kurz nach Vorräten. Ja, mit dem Trinken müssten wir mit Wasser halt klarkommen irgendwann. Nimm mal bis auf 19
Ja, das war gerade falsch herum. Nimm mal 11 Obst weg. So, weil wenn wir die 19 Obst noch verbraucht haben, sind wir mit der Moral an Maximum. Und dann, solange bald wir Wasser verbrauchen, tue ich Obst wieder rein. Damit wir die Moral halten können. Wir können auch einfach mal mit einem Matrosenbrei die Moral richtig boosten. Eins, bitte. So, wenn ich Matrosenbrei reinhaue, kann ich hier 5 wegnehmen. So. Weil das Trinken, das tut sie auf jeden Fall